Ja, vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank auch für die Einladung, hier heute Nachmittag kurz eine halbe Stunde Ihnen eine Einführung in den Film zu geben, aber nicht nur eine Einführung in diesen Film, sondern in gewisser Weise einen Vergleich mit einem Film, den Sie heute zwar nicht sehen werden, aber ich versuche Ihnen diesen Film so nah wie möglich zu bringen durch Stills und durch ein paar Erläuterungen. Ich habe den Vortrag überschrieben, das sehen Sie, Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt. Das Thema des Fälschens passt natürlich zum Thema des Samplings und des Kopierens, auch wenn die beiden Fälscher, um die es hier heute gehen soll, also Elmer de Hory und Wolfgang Beltracchi, beide immer betont haben, dass sie nie kopiert haben. Das ist also etwas, womit sie Wolfgang Beltracchi heute noch rasend machen können. Wenn sie sagen, ja, sie haben ja kopiert, dann wird er ihnen sofort umständlich erklären, dass er nie kopiert hat, sondern immer neue Gemälde erfunden hat. Und genau das Gleiche trifft bereits auf Elmer de Hory zu, einen Fälscher, der in den 70er Jahren besonders aktiv war, den sie genauso gut damit kränken und eben auch provozieren konnten. Nichtsdestotrotz, Wolfgang Beltracchi hat ein paar Fälschungen geschaffen, die sich sehr stark auf bereits existierende Werke beziehen. Zum Beispiel, er hat zu einer existierenden Zeichnung ein Gemälde geschaffen, das genauso aussieht wie die Zeichnung und hat damit natürlich aus der Zeichnung eine Art Vorzeichnung für ein tatsächlich nie existierendes Gemälde gemacht. Er hat erst in Basel eine Ausstellung eröffnet, jetzt aktuell ist gerade eine in Berlin. Wer von Ihnen die Gala liest, wird gesehen haben, dass am Donnerstag ein Beitrag über Herrn Beltracchi in der Gala erschienen ist. Vom Fälscher zum gefeierten Maler ist die Überschrift. Da geht es natürlich auch um diese ganzen Vernissagen zu den Ausstellungen. Und schließlich der dritte Punkt, warum ich heute Nachmittag über Wolfgang Beltracchi und Elmer de Hory spreche und diese beiden Filme vergleiche, ist, dass Orson Welles, der Regisseur des zweiten Films, also F for Fake ist, der hatte gerade jetzt am 6.5.2015 seinen 100. Geburtstag. Und Sie sehen hier unten zwei Szenenausschnitte aus F for Fake, aus diesem Film. Es bietet sich daher also an, die beiden Filme miteinander zu vergleichen, die in gewisser Weise beides Male von Jahrhundertfälschern handeln. Ich merke gerade, jetzt macht die Fernbedienung doch schlapp. Das hat vorhin so schön funktioniert. Aber wir haben uns schon gefreut, weil wir gesagt haben, das ist eine richtig starke Fernbedienung. Aber jetzt hat sie... das geht also doch. Also es bietet sich daher an, die beiden Filme miteinander zu vergleichen, da sie jeweils sogenannten Jahrhundertfälschern gewidmet sind. Denn Elmer de Hory wurden beide jeweils als Meisterfälscher, als Jahrhundertfälscher bezeichnet. Und insofern ist es interessant, sich anzuschauen, welche Parallelen gibt es sowohl zwischen den beiden Fälschern als auch zwischen den beiden Filmen. Das heißt, wir haben zwei Filme, wir haben zwei Regisseure, wir haben zwei Porträts, aber wir haben ein Thema, nämlich das Verhältnis von Kunst und Fälschung. Ich beginne mit F for Fake von Orson Welles, 1973 als französisch-deutsche-iranische Koproduktion gedreht. Und dieser Film ist insofern seinem Gegenstand, nämlich Elmer de Hory, adäquat, als der Film selbst keinen einheitlichen Titel hat. Ebenso nämlich wie der Fälscher Elmer de Hory selbst, der nämlich auch mehrere Namen hatte. Er nannte sich Joseph Elementer Dory Boutelin oder Dory Boutin, er nannte sich de Hory, er nannte sich Renal, er nannte sich von Huri, er nannte sich Herzog, Cassou Ferrans oder Fering Hoffmann. Und Sie sehen hier unten einen Ausschnitt aus F for Fake, wo der Regisseur François Reichenbach sagt, er hat 60 Mal den gleichen Namen. Dann fragt Orson Welles, was, de Hory? Dann sagt er, nein, Hori, Höri, Buri, Suri, Kuri, Buri, Duri. Das heißt also, er macht damit deutlich, das sind eigentlich alles nur Variationen. Und zwar Variationen eines Namens. Wir wissen nämlich inzwischen, wie Elmer de Hory wirklich hieß, mit bürgerlichen Namen. Er wurde geboren als Elemir Horty und hat dann ganz offensichtlich durch eine Art von Anagramm, nämlich praktisch seinen Namen geändert. Und zwar indem er, und jetzt macht die Fernbedienung wieder nicht mit, doch, indem er einfach diese beiden Buchstaben zu einem D und einem umgewandelt hat. Das heißt, er hat also aus Elmer Horty hat er Elmer de Hory gemacht, also eine Art von Anagramm, wo die Buchstaben einfach umgebildet wurden.
Das ist ein typisches Element bei Fälschern, wenn Sie so wollen, eine gewisse Hochstapelei oder ein sich interessanter machen dadurch, dass man sich neue Namen gibt. Wolfgang Beltracchi hat seinen schönen klingenden italienischen Nachnamen zwar nicht erfunden, aber er wurde auch nur als Wolfgang Fischer geboren und hat dann den italienischen Namen seiner Frau angenommen, auch sicherlich, weil der Name interessanter klingt, aber sicherlich auch, um Spuren zu verwischen. Wells Film nun wird ebenfalls unter verschiedenen Titeln geführt, wenn auch aus anderen Gründen. Hier geht es nicht um Hochstapelei, sondern sie haben also allein im Englischen About Fakes, Truth and Lies und dann noch den französischen Titel Vérité et Mensonge. Und das bezieht sich insbesondere dann, diese beiden Titel beziehen sich natürlich auf das Motto des Films. Das ist nämlich das Zitat von Pablo Picasso: Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lässt. Und Sie sehen, das wird eingeführt in einer Szene, wo Orson Welles als Magier erscheint, als Zauberer. Und er sagt, nein, wir professionellen Lügner, wir hoffen, der Dieb der Wahrheit zu dienen. Ich fürchte, dass das etwas pompösere Wort für diese Wahrheit wäre Kunst. Picasso selbst hat gesagt, und dann kommt eben dieses Zitat, Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lässt. Im Original laut übersetzt ist das Zitat ein bisschen länger. Picasso hat 1923 in einem Interview gesagt, wir alle wissen, dass Kunst nicht die Wahrheit ist. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lehrt, wenigstens die Wahrheit, die wir als Menschen begreifen können. Und Orson Welles sagt gleich auch zu Beginn seines Films, sagt er uns, dass es eben in diesem Film dann auch um Trickery and Fraud, um Lügen geht. Das heißt, er macht damit deutlich, dass dieser Film auch etwas mit Zauberei gemeinsam hat. Und Sie werden gleich sehen, dass Orson Welles diese Parallele zwischen Künstler, Magier und Regisseur auch noch ein Stück weit weiterführt. Die Aussage, dass Kunst eine Lüge sei, bezieht sich zum einen auf das Wesen der Malerei. Da haben wir es ja mit einer vorgetäuschten Wiedergabe von Dingen auf der flachen Leinwand zu tun, die Dreidimensionalität nur vortäuscht. Das ist also der eine Aspekt, wo Kunst sozusagen etwas mit Trickserei und Lüge zu tun hat. Das zweite ist der Bezug zwischen Künstlertum und Charlatanerie. Das heißt, Kunst wird als etwas bezeichnet, das wie Zauberei und Magie immer schon viel mit Tricks und Täuschung zu tun gehabt hat. Also der Künstler auch als Magier, auch eine alte Tradition, die bereits in der Renaissance vorkommt. Und schließlich geht es dann auch um die Fälschung und die Lüge im Kunstbetrieb, wo also übersteigerte Preise zum Beispiel regieren. Sie sehen, hier sagt Aimé de Hory selbst, ich glaube, Kunsthändler sind alle in irgendeiner Weise schräg drauf, also sind eigentlich selbst praktisch Verbrecher. Und es wird dann auch später im Film noch weiter gesagt, dass also auch die Kunsthändler und die Museumsdirektoren in gewisser Weise nämlich auch evil and vicious sind, also auch böse und verschlagen. Und eben diese negativen Qualitäten werden erst mit Hilfe der Fälschung hier praktisch auch entlarvt. Das wird also hier auch gesagt, du bist eigentlich derjenige, Aimé de Hory, der genau diese negativen Züge freigelegt hat durch deine Fälschung. Diese letzteren drei Punkte passen daher auch sehr gut zu dem gleich zu zeigenden Film, nämlich zu Beltracchi, die Kunst der Fälschung von Arne Birkenstock aus dem Jahre 2014. Das ist eine deutsche Produktion. Sie haben da nämlich auch das Interview, wo gesagt wird, im Kunstmarkt geht es vor allen Dingen übermäßigerweise inzwischen um finanzielle Interessen. Das heißt, dort wird eigentlich Ähnliches gesagt wie in F for Fake von Orson Welles. Wie gesagt, es handelt sich bei Beltracchi, die Kunst der Fälschung, um eine deutsche Produktion. Als der Film 2014 herauskam, das haben Sie vielleicht gesehen, wurde in einigen Filmkritiken empört darauf hingewiesen, dass der Film öffentliche Fördermittel bekommen hätte. Was die Leute, die das geschrieben haben, nicht wussten, ist, dass das auf jeden Film zutrifft, der in Deutschland produziert wird. Das heißt also, dieser Film hat keinerlei Privilegien genossen. Es geht hier also nicht um ein Skandalon, sondern es geht um einen ganz normalen Vorgang. Ebenso wurde im Zusammenhang dieser empörten Rezensionen, die meistens auch nicht von Filmkritikern geschrieben wurden, sondern von Leuten, die üblicherweise über den Kunstmarkt schreiben, ebenso in diesem Zusammenhang wurde darauf verwiesen, dass die Beltracchis bei diesem Film ja am Anfang in Frankreich zu sehen sind. Und dann wurde gesagt, das ist ja wohl das Letzte, die müssten doch eigentlich im Gefängnis schmoren. Wieso sind die jetzt plötzlich für diese Dreharbeiten nach Frankreich ausgeflogen worden?
da lohnt es sich, dem Film genau zuzuhören, denn das wird an einer Stelle sogar explizit gesagt. Die Szenen mit den Beltrakis in Frankreich wurden vor deren Haftantritt gedreht. Das heißt, es geht hier also nicht darum, dass sie irgendwelche Privilegien genossen haben. Und schließlich auch die Dreharbeiten mit den Beltrakis, die nicht im Gefängnis spielen, konnten deshalb gedreht werden, das wissen Sie vielleicht, weil es in Nordrhein-Westfalen den offenen Vollzug gibt. Das heißt, tagsüber können Inhaftierte, sofern sie keine schweren Verbrechen wie zum Beispiel Mord begangen haben, können tagsüber einer Arbeit außerhalb des Gefängnisses nachgehen und müssen abends wieder zurück ins Gefängnis. Da geht es um Resozialisierung und das heißt, auch hier geht es nicht darum, dass die Beltrakis irgendwelche Privilegien genossen haben, sondern das steht jedem Inhaftierten zu, dass er diesen offenen Vollzug haben kann. Das wird ebenfalls im Film auch an einer Stelle ganz klar thematisiert. In der Presse wurde zudem auch gleich betont, dass es sich bei Arne Birkenstock um den Sohn des Verteidigers von Wolfgang Beltracchi, Reinhard Birkenstock, handelt, den Sie hier unten sehen. Das ist richtig, aber was dabei meistens unterschlagen wurde, ist, dass Arne Birkenstock schon vor dem Beltracchi-Prozess Dokumentarfilme gedreht hat. Er macht seit 2005 Filme. Das heißt, er ist nicht erst als Sohn des Anwaltes von Wolfgang Beltracchi zu dem Dokumentarfilm gekommen, sondern das ist bereits bei ihm eine Serie von Filmen, die er gedreht hat. Das heißt, er hat auch einen Ruf zu verlieren oder hatte einen Ruf zu verlieren und musste auch auf seine Zukunft achten. Und während, wenn Sie die Rezensionen lesen, wird immer so getan, als ob er nur diesen einen Film gemacht habe, um sozusagen auf Teufel komm raus möglichst viel Geld damit zu machen. Weil es wurde zum Teil sogar gesagt, ja, das mussten die Beltrakis machen, damit der Vater überhaupt noch sein Gehalt bekommt. Und nur deshalb hat Arne Birkenstock diesen Film gedreht. Das ist natürlich ganz großer und blühender Unsinn. Denn gerade wenn Sie sich die Filmografie von Arne Birkenstock anschauen, werden Sie sehen, dass er sogar ein preisgekrönter Dokumentarfilmer vor dem Beltracchi-Film war. Er hat 2011 den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Bester Kinder- und Jugendfilm erhalten und er hat 2013 mit dem gemeinsam mit Jan Tengeler gedrehten Musikdokumentarfilm Sound of Heimat, Deutschland singt, wurde er von der Deutschen Filmakademie für den Deutschen Filmpreis 2013 nominiert und ich kann Ihnen diesen Film Sound of Heimat nur sehr empfehlen. Ich habe den extra geschaut, bevor ich mich auf diesen Film eingelassen habe, weil ich wissen wollte, was Arne Birkenstock für ein Regisseur ist. Und das ist ein wirklich ganz ausgezeichneter Dokumentarfilm über zeitgenössische Volksmusik in Deutschland. Und damit ist eben nicht das gemeint, was Sie im Musikantenstadel hören können, sondern da geht es um genuine Volksmusik. Und da hat Arne Birkenstock eine Reihe von sehr schönen Porträts vorgelegt. Wenn man sagt, Arne Birkenstock hat gewisserweise einen persönlichen Bezug zu Wolfgang Beltracchi über seinen Vater, kann man sagen, dass in gewisser Weise auch Orson Welles sich eine Art von persönlichen Bezug zur Elmer de Horry geschaffen hat. Denn, das kann man auch sehen, wenn man sich diesen Film F for Fake von Orson Welles anschaut, denn der Film von Orson Welles kreist indirekt auch um das Leben von Orson Welles, der sich nämlich in gewisser Weise in Beziehung setzt zu den in seinem Film gezeigten Betrügern, dem Fälscher Elmer de Horry, sowie zu dem Schriftsteller Clifford Irving, der nämlich 1969 eine Biografie von Elmer de Horry geschrieben und veröffentlicht hatte und im Folgejahr 1970 eine Autobiografie des amerikanischen Unternehmers und exzentrischen Millionärs Howard Hughes gefälscht hat. Ja, das ist praktisch das Interessante, das sehen Sie also hier, dass Orson Welles während der Recherchen zu diesem Film festgestellt hat, dass Clifford Irving selbst eben ein Fälscher war, nämlich eben ein Fälscher einer Autobiografie von Howard Hughes. Und Orson Welles sagt, well, I'm a charlatan, also ich als Regisseur bin eigentlich auch ein Fälscher und ein Charlatan. Und das wird im Film einmal dadurch thematisiert, dass er sich als Magier immer wieder betätigt in diesem Film, zum anderen aber auch dadurch, dass er, jetzt bin ich eins zu weit, dass er aus seiner Jugend erzählt, wo er sagt, ich bin selbst Künstler gewesen, ich weiß deshalb, wie es ist, als Maler zu hungern. In der Tat hat Orson Welles eine Zeit lang sein Brot als Landschaftsmaler verdient. Und er hat auch immer in seiner Autobiografie erzählt, dass er sich eine Zeit lang einmal in seiner Jugend in Irland als Broadway-Star ausgegeben hat, um auf diese Art und Weise an Engagements heranzukommen. Er hat als Zauberer gearbeitet
Und er hat 1938, wenn Sie so wollen, indirekt eine Fälschung geliefert, denn er hat das Hörspiel War of the Worlds nach H.G. Wells als Radio-Hörspiel praktisch adaptiert, hat damit eine Illusion geschaffen, nämlich er hat das Hörspiel so angelegt wie eine Reportage, sodass man also, wenn man nicht rechtzeitig eingeschaltet hat, dachte, das sei eine Live-Reportage über die Invasion der Marsmenschen in Amerika. Und wenn Sie so wollen, hat sich auf diese Fälschung in Anführungszeichen dann eine neue Fälschung aufgebaut, denn im Nachhinein wurde erzählt, es sei zu einer Massenpanik gekommen. Leute hätten sich umgebracht aus Verzweiflung, weil sie dachten, die Welt würde jetzt den Marsmenschen gehören. Wir wissen heute, dass auch das nur ein Mythos ist, der von den Zeitungen produziert wurde und auf den Orson Welles natürlich dann zusätzlich sehr stolz war. Das heißt, wir haben hier also praktisch eine Art von Fälschung, die auf einer Fälschung aufgebaut hat. Das Ganze hat aber, wie Orson Welles sagt, ihm den Weg nach Hollywood geebnet. I didn't go to jail. Ich bin nicht ins Gefängnis geworfen worden für diese Fälschung, sondern ich bin stattdessen nach Hollywood gegangen. Vordergründig geht es aber bei Orson Welles natürlich um diesen Herrn, um Elmer Dehori, einen Kunstfälscher, der ebenfalls, wie Orson Welles, seine eigene Biografie immer mystifiziert hat. Das heißt, er hat selbst immer gesagt, er sei 1911 in eine adlige Familie hineingeboren worden. Tatsächlich ist er wohl 1905 in eine bürgerliche, kleinbürgerliche Familie hineingeboren worden. So mysteriös seine Geburt, so mysteriös auch sein Tod, denn im Dezember 1976 hat sich Elmer Dehori mit einer Überdosis Schlaftabletten umgebracht, ohne dass wir genau wissen, warum. Wie Beltracchi, und das ist die Parallele, hat Elmer Dehori Klassiker der Moderne gefälscht. Allerdings anders als Beltracchi hat er immer gleich die erste Garde attackiert, also Modigliani, Braque, Matisse und Picasso, während sich Wolfgang Beltracchi ja zunächst über B-Künstler, unbekanntere Künstler, wie zum Beispiel Heinrich Campendonk, der damals noch nicht so berühmt war, eigentlich erst durch Beltracchi diese Prominenz gewonnen hat, hat sich praktisch langsam an berühmtere Künstler wie zum Beispiel Max Ernst herangefälscht. Nachdem die Fälschungen von Elmer Dehori aufgeflogen waren, ist 1969 diese Biografie von Clifford Irving erschienen, und aufbauend auf diesem Buch hat dann Orson Welles seinen Film gedreht, und genau diese Abfolge haben sie eben auch bei den Beltracchis. Erst ist im Frühjahr 2014 die Autobiografie erschienen, zusammen mit einer Edition der Briefe aus dem Gefängnis, und dann ist eben später kurz darauf auch der Film vorgelegt worden. Kurz etwas zur Entstehungsgeschichte des Films von Orson Welles, also von F for Fake. Welles hatte auf der Grundlage dieser Biografie von Clifford Irving einen Film über Elmer Dehori drehen wollen und wollte hierzu auf Material zurückgreifen, das ein Freund und Bekannter von ihm, der Regisseur François Reichenbach, den Sie gerade ja schon gesehen haben, der diese ganzen falschen Namen von Elmer Dehori heruntergezählt hat. Das heißt, er hat auf das Material zurückgegriffen, das François Reichenbach 1968 für einen Dokumentarfilm, der in der BBC gelaufen war, über Elmer Dehori gedreht hatte. Welles kaufte Reichenbach das Material ab, und allerdings, als er dann gerade daran gehen wollte, den Film zu gestalten, aus diesem Material heraus, hat er A. entdeckt, dass François Reichenbach selbst auch Kunstsammler ist, der mit den Fälschungen von Elmer Dehori selbst auch Geld verdient hat, und außerdem ist dann während der Vorbereitung für den Film auch der Skandal um Clifford Irving herausgebrochen. Und Sie sehen, auch hier ist Elmer Dehori wieder beteiligt, denn das Titelbild für das Time Magazine, wo Clifford Irving als Con Man of the Year, also als Betrüger des Jahres, fungiert, das Porträt stammt wieder von Elmer Dehori, sodass Sie sehen, diese beiden Herren sind sehr eng miteinander verbunden. Und daraufhin hat Orson Welles dann Konzept und Thema seines Films auch komplett verändert. Ursprünglich wollte er über den Fälscher Elmer Dehori handeln. Jetzt hat er sich gesagt, warum nicht lieber das Thema des Fälschens generell zum Thema des Films machen. Das ist in gewisser Weise auch der Unterschied zwischen den beiden Filmen. Das heißt, Birkenstock versucht alles eigentlich
an Beltracchi festzumachen, wodurch sich ein wenig der historische Blick verliert, den man ihr eigentlich haben sollte. Das heißt, der Film ist sehr eng an den Beltracchis dran. Das wirkt zuweilen immer wieder wie ein Blick ins Familienalbum der Beltracchis oder auch ein bisschen wie ein Blick in die Super 8 Familiensammlung der Beltracchis, was natürlich A bedeutet, dass Beltracchi isoliert wird. Man hat das Gefühl, es hat vor und nach ihm keine anderen Fälscher gegeben. Und zum anderen entsteht auch ein Stück weit natürlich der Eindruck einer gewissen Heroisierung. Der einsame Streiter, das wird auch an einer Stelle von einem Journalisten einmal gesagt, das wird mit einem Cowboy verglichen, der in eine Stadt kommt und da alle praktisch niedermäht, den Sheriff und seine Gehilfen. Und auf diese Art und Weise wird natürlich so eine Art Mythos des einsamen Cowboys gestrickt in diesem Film. Tatsächlich aber ist Wolfgang Beltracchi nur ein Glied in einer sehr viel längeren geschichtlichen Kette von Fälschern. Das heißt, also wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wie über Elmer de Horry immer wieder gesprochen wird, the greatest art forger in the world, the world's greatest art forger, dann sehen Sie, dass das also praktisch Bezeichnungen sind, die vor Beltracchi auch schon Elmer de Horry hatte. Auch das Argument der Geschwindigkeit, das wird von Wolfgang Beltracchi auch immer vorgebracht, wie schnell er seine Fälschungen habe herstellen können. Und Sie sehen, Elmer de Horry sagt, mir reicht eine Stunde und ich kann ein Original Modigliani zeichnen. Und Sie sehen auch hier wieder, the greatest faker of the 20th century. Das heißt, Sie sehen, also da ist Wolfgang Beltracchi nicht der Erste und ganz sicherlich auch nicht der Letzte, der sich eine solche Bezeichnung erworben hat. Bei Wells bekommt dieser Blick auf die Fälschungen auch dadurch eine etwas größere Perspektive, dass er im Grunde genommen sich ja hier auch mit unter die Fälscher reibt. Das ist nicht das, was ich ihm zeigen will, kommt aber gleich, sondern dass er ja im Grunde genommen sagt, es geht hier nicht nur um Clifford Irving, sondern es geht auch um mich. Das heißt, Orson Welles selbst bezeichnet sich ein Stück weit auch als Fälscher. Aber die in beiden Filmen aufgeworfenen Fragen und Themen sind durchaus vergleichbar. Zum Beispiel, es wird gefragt nach dem Verhältnis von Wahrheit und Kunst. Kunst wird ja üblicherweise mit dem Schönen, Wahren und Guten assoziiert. Und beide Filme zeigen eben nun, dass Kunst zwar durchaus schön ist, dass sie aber eben auch eine Handelsware geworden ist. Das heißt, Kunst muss nicht unbedingt wahr sein mit H, sondern sie kann auch vielmehr eine Ware ohne H sein, die sich eben auch entsprechend gut verkaufen lässt. Sie sehen, also wenn es den Kunstmarkt nicht gäbe, dann würde es auch keine Fälscher geben. Also der Kunstmarkt bringt auch erst die Fälscher hervor. Und Sie haben dann im Film auch selbst von Arne Birkenstock die Aussage von Wolfgang Beltracchi, der eben auch zum Beispiel sagt, ich hätte genauso gut 2000 Fälschungen schaffen können und der Kunstmarkt hätte die alle aufgenommen. Das heißt, Sie sehen, beide Filme machen also das Verhältnis von Kunstmarkt und Fälschung sehr stark. Zudem fragen aber auch beide Filme nach praktisch Themen innerhalb des Fälschens, also wenn man sich sozusagen in das Fälschen hineinbegibt. Und es wird zum Beispiel auch gefragt nach der Qualität, nach der notwendigen Qualität von Fälschungen, denn in gewisser Weise müssen Fälschungen fast besser als das Original sein oder können eventuell auch besser als das Original sein. Das wird von Beltracchi auch in dem Film gesagt. Haben Sie keine Sorge, der Film wird hier auf Deutsch gezeigt. Ich zeige Ihnen das nur, weil in der englischen Version die Untertitel zu lesen sind. Und eben er sagt, vielleicht ist meine Fälschung ja besser als das Original. Mein Wald, also der Wald von Max Ernst, ist vielleicht schöner als der von Max Ernst, schöner als das Original und sogar besser in gewisser Weise. Das heißt, das ist ein Aspekt, der immer wieder über die Fälschung gesagt wird. Ist die nicht irgendwo schöner oder sogar irgendwo besser als das Original? Das haben Sie dann eben auch bei F for Fake, wo also auch gesagt wird, es geht eigentlich gar nicht darum, ob es echt oder falsch ist, sondern es geht darum, ob es eine gute oder eine schlechte Fälschung ist. Und man kann durchaus auch erklären, warum eine Fälschung eventuell schöner als das Original wirkt. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass eine Fälschung immer gefälliger sein muss als das Original, denn sie übersetzt ja in gewisser Weise das eventuell sprödere und sperrigere Original für uns in ein leichter konsumierbares Erscheinungsbild, denn die Fälschung will uns ja gefallen, sie möchte, dass wir sie für das Original halten und deshalb schmeichelt sie uns eben auch und kann deshalb durchaus schöner als das Original sein.
Zudem wird dann aber auch der Aspekt in beiden Filmen angesprochen, dass der Fälscher, um eine überzeugende Fälschung herstellen zu können, zuweilen sozusagen nicht so gut sein darf, wie er eigentlich kann. Das wird also in beiden Filmen von beiden Fälschern dann auch gesagt. Also Elmer de Horry sagt es zum Beispiel, er sagt, Matisse' Zeichnungen sind eigentlich alle sehr schwach, also die Originalzeichnungen von Matisse, seine Linien waren nie so sicher wie meine, er hat sehr viel mehr gezögert als ich. Und das heißt also, das macht deutlich, Elmer de Horry sagt, ich bin eigentlich der bessere Künstler von den beiden, aber um einen Matisse überzeugend fälschen zu können, muss ich dann eigentlich nämlich mich verstellen. Ich musste genauso zögern wie Matisse, obwohl ich eigentlich gar nicht hätte zögern müssen, aber um eben so zu arbeiten wie Matisse, musste ich eigentlich schlechter arbeiten, als ich eigentlich kann. Da gibt es eine Stelle, wo er dann gefragt wird, ja, was hältst du denn von Max Ernst? Dann sagt er, naja, man muss kein Genie sein, um solche Bilder zu malen. Das heißt, also auch da sehen Sie der Fälscher, der sich in gewisser Weise über den Künstler stellt, den er fälscht. Und zwar sagt Clifford Irving nämlich in dem Film, dass er eine Reihe von Tests gemacht hätte, wo er Kunsthistoriker überprüft hat, wo er sie mit Fälschungen konfrontiert hat. Und er sagt, ich habe meinen Glauben in das Konzept der Kunstexpertise verloren, die Experten, die sogenannten Experten. Und dann sagt Orson Welles, in gewisser Weise sind Experten ein Gottesgeschenk für den Fälscher. Weil praktisch sie nämlich überhaupt es erst ermöglichen, dass jemand Werke fälschen kann, weil es dann immer jemanden gibt, der dann auch dafür sorgt, dass diese Fälschungen als Originale zertifiziert werden. Insofern auch hier also wieder das enge Verhältnis von Fälscher und Experte. Außerdem, mal sehen, ja genau, wird sogar praktisch gesagt, wenn es keine Experten gäbe, dann gäbe es keine Fälscher. Solange es Fälscher gibt, wird es Experten geben. Das heißt also, das ist sozusagen eine Art von symbiotischem Verhältnis, was hier im Film von Orson Welles auch thematisiert wird. In gewisser Weise tauschen sogar dann, wenn man das moralisch betrachtet, hier Fälscher und Experten bzw. Kunsthändler die Rollen, weil es wird also gesagt, im Grunde genommen sind die Museumsdirektoren und die Kunsthändler, das sind eigentlich die Verbrecher. Der Fälscher entlarvt das in gewisser Weise eigentlich nur dadurch, dass er Fälschungen schafft. Und das ist eben etwas, was Sie dann zum Beispiel auch bei Wolfgang Beltracchi haben, der sich ja in gewisser Weise auch so ein wenig jetzt immer als Robin Hood des Kunstmarktes darstellt. Das ist er ganz sicherlich nicht, weil er hat in die eigene Tasche gewirtschaftet. Aber das ist natürlich, wenn Sie so wollen, ein sekundärer Gewinn, den er jetzt aus der ganzen Sache ziehen kann, dass er sagt, und ich habe mir das Verdienst erworben, dass ich eigentlich gezeigt habe, wie absurd es auf dem Kunstmarkt zugeht, welche übersteigerten Preise da gezahlt werden und vor allen Dingen, wie gering und wenig sicher hier eben auch die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen sind. Und das wird in Orson Welles Film auch schon gefragt, who is the faker, also ist das nicht eigentlich der Experte, der hier in gewisser Weise auch als Fälscher bezeichnet werden sollte. Sowohl Elmer de Horry als auch Beltracchi, wie gesagt, haben aber nicht in aufklärerischer Absicht gehandelt, das muss man noch einmal ganz deutlich sagen. Es gibt aber durchaus Fälscher, die das getan haben. Tom Keating ist ein gutes Beispiel, das war ein britischer Fälscher, der in den 70er Jahren Fälschungen in den Kunstmarkt eingeschleust hat, die er aber mit sogenannten Zeitbomben versehen hat. Das heißt, er hat zum Beispiel unter das gefälschte Gemälde hat er mit Bleiweiß Beschimpfungen draufgeschrieben und hat gewartet, wie lange es dauert, bis diese Bilder technisch untersucht werden. Oder er hat Anachronismen hineingemalt, Dinge, die also unmöglich im 17. oder 18. Jahrhundert schon existieren konnten, um zu schauen, wie lange dauert es, bis die Experten drauf kommen, dass das eigentlich Fälschungen sind. Und er war selbst sehr überrascht, wie lange es oft gedauert hat, bis seine Gemälde dann auch tatsächlich verdächtigt wurden. Ein Punkt, der dann schließlich auch noch in beiden Filmen vorkommt, das ist die Frage der Signatur, nämlich die Frage, also ab wann eigentlich wird ein Objekt zu einer Fälschung. Elmer de Horry sagt in dem Film von Orson Welles, ich habe nie ein Bild signiert, das heißt, also damit versucht er in gewisser Weise zu sagen, ich habe eigentlich nie gefälscht, ich habe nur im Stil von gemalt, habe dann aber eigentlich nie signiert. Und Sie sehen, Clifford Irving, sein Biograf, widerspricht und sagt, natürlich waren die Sachen signiert. Das heißt, er versucht deutlich zu machen, dass sich hier Elmer de Horry nur herauszureden versucht. Wolfgang Beltracchi äußert sich auch dazu.
ich habe ihn dann gefragt im Film, ab wann wird es jetzt eigentlich eine Fälschung? Und er sagt, erst in dem Augenblick, wo ich das signiere, wird es zu einer Fälschung. Auch das ist natürlich eine bequeme Entschuldigung, die aber in diesem Fall gar nicht greift, weil Wolfgang Beltracchi alle seine Fälschungen falsch signiert hat. Das heißt also, hier kann man doch dann sehr eindeutig auch sehen, dass es ihm auch tatsächlich in der Absicht lag, zu fälschen. Bei Orson Welles' Film wird noch ein Aspekt der Fälschung angesprochen, und zwar wird nämlich in gewisser Weise gesagt, das ist natürlich auch provokant gemeint, ob der Fälscher nicht in gewisser Weise bescheiden agiert, weil er ja im Grunde genommen seine eigene Brillanz unter dem Namen eines anderen dann präsentiert. Das wird hier gesagt, Arroganz, ein Mann, der niemals in seinem Leben ein Gemälde mit seinem eigenen Namen signiert hat. Was könnte bescheidener sein als dies? Das ist natürlich auch eine provokante Frage, denn der Fälscher hat es natürlich nicht aus Bescheidenheit mit falschem Namen signiert, sondern natürlich in betrügerischer Absicht. Aber da sehen Sie, das sind diese Aspekte, die Orson Welles versucht deutlich zu machen. Schließlich zum Schluss die Frage, zu welcher Gattung gehören diese beiden Filme? Sie haben vielleicht schon gemerkt, wo man diese Filme eigentlich verorten sollte. Wobei man sich natürlich immer sofort fragen sollte, was versteht man eigentlich genau unter dieser Gattung? Denn es handelt sich natürlich auf den ersten Blick um Dokumentarfilme. Denn beide Filme sind keine Dokumentarfilme nach der Art der TV-Dokumentation, die Sie wahrscheinlich alle kennen, wo eine sonore Sprecherstimme aus dem Off allwissend die Bilder im Sinne einer einheitlichen Interpretation auserklärt und uns eben sagt, so ist es gewesen. Vielmehr wird in beiden Filmen eigentlich mit einer gewissen Uneindeutigkeit gearbeitet. Das heißt, bei aller Sympathie und auch Faszination beider Filme für die von Ihnen präsentierten Fälscher wird Ihnen gegenüber zugleich doch eine gewisse Distanz an den Tag gelegt. Bei Welles alleine schon dadurch, dass der Blick ja nicht alleine auf Elmer der Horry gerichtet wird, ist praktisch von vornherein eine größere Distanz da. Die Frage ist auch, was kann man von der Gattung des Dokumentarfilms erwarten? Und deshalb habe ich diesen Unterschied zu den TV-Dokumentationen angesprochen, denn dort wird uns ja Objektivität suggeriert, dort wird uns gesagt, so ist es gewesen, das haben wir rausbekommen. Und der cineastische, filmische Dokumentarfilm ist viel bescheidener in seinem Anspruch, und zwar mit gutem Recht, denn auch ein Dokumentarfilm präsentiert in gewisser Weise eine Konstruktion, genauso wie ein Spielfilm auch. Das heißt, alleine schon die Entscheidung für ein Thema, alleine schon die Entscheidung, welche Dinge in diesem Film vorkommen sollen, bis hin zur Kameraposition, wie filme ich eine Person, von unten, von oben, auf gleicher Augenhöhe, das sind alles schon subjektive Setzungen, die also in gewisser Weise schon deutlich machen, auch der Dokumentarfilm ist nicht objektiv. Und es gibt sogar in der Filmwissenschaft deshalb auch Überlegungen, den Terminus Dokumentarfilm gegen einen anderen Begriff zu ersetzen. Das ist aber bislang gescheitert, weil man immer gesagt hat, irgendwo ist Dokumentarfilm ein Begriff, mit dem man arbeiten kann, solange man sich klar macht, welche Begrenzungen er eigentlich hat. In der Filmwissenschaft zieht man aber deshalb die Grenzen zwischen Dokumentar- und Spielfilm nicht so streng, sondern man sagt, im Grunde genommen sind beide Gattungen irgendwo fiktional und irgendwo auch dokumentarisch. Denn, wie gesagt, auch diese beiden Filme sind nicht objektiv, sondern sie nehmen immer wieder bestimmte Positionen und Argumentationen ein, über die man dann diskutieren kann und auch soll. Das ist bei beiden Filmen eigentlich auch die Intention. Das heißt, sie tun also erst gar nicht objektiv, sondern machen von vornherein klar, dass sie einen bestimmten Blick bieten. Das schlägt sich schließlich auch im Stil der beiden Filme nieder, denn das werden Sie merken, wenn Sie auch Beltracchi, die Kunst der Fälschung sehen. Auch dieser Film hat genauso wie der von Orson Welles keine einheitliche und verlässliche Erzähl- oder Präsentationsebene, also im Sinne des aus dem Off kommentierenden Erzählers. Sie haben gerade zum Beispiel auch bei Orson Welles, das haben Sie dann aber auch bei Beltracchi, die Kunst der Fälschung, Sie haben immer wieder gegeneinander Montagen von verschiedenen Perspektiven und Ansichten. Also hier Elmer de Horry, ich habe niemals signiert, Clifford Irving, natürlich hat er signiert. Das ist aber kein Gespräch, das so real stattgefunden hat, sondern das sind zwei separate Aussagen, die von Orson Welles so montiert werden, dass hier eben These und Antithese uns präsentiert wird. Ähnliches haben Sie etwas weniger deutlich dann auch immer wieder bei dem Beltracchi-Film.
Das heißt, in gewisser Weise haben Sie ein Aufbrechen der Formen, Sie haben eine Art von Collage und Sie haben auch den Einsatz unterschiedlichster Materialien. Das heißt, beide Filme arbeiten mit eigens für den Film gedrehtem Material, aber auch dann mit Dokumentarfilmmaterial, im Falle der Beltrakis dann zum Beispiel eben auch mit diesen Fotos aus dem Familienalbum, die dann ganz leicht animiert werden. Das heißt, Sie haben hier eine Art von Mash-up in gewisser Weise, wo also die unterschiedlichsten Quellen miteinander verbunden werden. Insbesondere bei Orson Welles, wo das Material aus 10 verschiedenen Quellen stammt, wird dadurch eine Art von kubistischem Stil des Films erzielt. Das ist bei Arne Birkenstock etwas weniger ambitioniert. Da ist zwar auch eine gewisse Vielfalt an Perspektiven zu sehen, aber zum Beispiel, wenn Sie den Film von Orson Welles sehen, der ist unglaublich schnell. Es wird wahnsinnig schnell zwischen verschiedenen Quellen hin und her geschnitten. Der Film von Arne Birkenstock ist da etwas langsamer, hat aber auch solche Sequenzen, wo dann ganz schnell Dinge hintereinander weg gezeigt werden. Auch in einem anderen Punkt geht, wenn Sie so wollen, Welles ein Stück weit über Birkenstock hinaus. Orson Welles nämlich reflektiert auch über den Film als Medium. Das heißt, er sieht nicht nur die Kunst als eine Lüge, sondern auch den Film, beziehungsweise sieht den Film ebenso als Kunst und damit eben ebenfalls als eine Lüge. Das heißt, der Film von Orson Welles ist auch eine Reflexion über das Verhältnis von Realismus und Illusion, von Wahrheit und Lüge, und zwar eben auch auf filmischer Ebene, indem Orson Welles immer wieder versucht, auch den Trug des Films selbst zu entlarven. Er stellt auch die trügerische Überzeugungskraft des Mediums Film an sich zur Diskussion. Er macht uns deutlich, Film gibt nicht Realität wieder, sondern ist immer auch schon eine Interpretation, eine Fälschung, eine Verfälschung der Realität. Und dies wird eben deshalb auch von Orson Welles anhand der, wenn Sie so wollen, wahrsten Filmgattung, nämlich des Dokumentarfilms, gezeigt, indem er immer wieder zeigt, die Wirkungen, die der Film erzeugt, sind immer wieder auf die Art und Weise zurückzuführen, wie bestimmte Szenen zueinander geschnitten werden. Und deshalb sehen wir Orson Welles in dem Film auch immer wieder an der Moviola, dem Filmschneidetisch, sitzen, wo er praktisch uns nämlich auch immer wieder einzelne Szenen präsentiert, um auf diese Art und Weise deutlich zu machen, es hängt eigentlich alles von der Montage ab. Und die Montage wird dann auch von Orson Welles als eine Zeitmaschine bezeichnet, wo also praktisch Vorgänge zurückgeholt werden können, wo Dinge, die zu unterschiedlicher Zeit stattgefunden haben, zueinander in Beziehung gesetzt werden können, um auf diese Art und Weise vielleicht eher wahre Zusammenhänge aufzuzeigen, als wenn ich sie einfach in ihrem wirklichen Ablauf, in ihrem wirklichen zeitlichen Ablauf einfach abfilme. Ein bisschen können Sie das dann auch, und damit komme ich zum Schluss, in dem Film von Arne Birkenstock beobachten, der zwar weniger offensiv auf den Film als eine nachinszenierte Gattung rekurriert, aber indirekt tut er das auch, denn Sie haben mindestens 2 Szenen in diesem Film, die frühere Ereignisse, bei denen der Regisseur mit seiner Kamera noch gar nicht präsent gewesen sein kann, nachinszeniert, und das richtet sich sozusagen an einen aufmerksamen Betrachter, der das dann irgendwann mal registriert und sagt, das muss jetzt aber nachgestellt sein, um auf diese Art und Weise also deutlich zu machen, dass es sich auch hier natürlich um nicht reale Szenen handelt, aber um Szenen, die gedreht wurden, um gewisserweise reale Vorgänge dann auch dem Zuschauer zeigen zu können. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei Beltracchi, die Kunst der Fälschung, und hoffe, dass Sie danach sowohl Kunst als auch Filme ganz anders anschauen werden. Vielen Dank.